So, hallo und herzlich willkommen zum 83. Part von Super Mario Odyssey. Wir haben noch eine Hinweiskunst das letzte Mal gefunden. Im Bowserland, um genau zu sein. Diese hier mit Schnuffel. Und ja, ich habe es gerade eben schon eingesammelt, deshalb ist der Mund durchsichtig. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Sorry. Aber ja, damit wäre die Hinweiskunst erledigt, ne? Nur, dass ihr so Bescheid wisst. Ich wollte es euch trotzdem nochmal zeigen, dass ihr es gesehen habt, wo die Hinweiskunst ist, auch wenn es recht offensichtlich sein sollte. Aber gut, gehen wir wieder zurück in Bowsers Land, ne? Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Genau. Mal schauen, ich weiß nicht, ob wir es heute vielleicht sogar schon abschließen werden. Zu 100%. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Monde wir noch haben, die wir noch holen müssen. Sind noch ein paar auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die zwei Bonusräume, ne? Die zwei Bonusräume, die machen wir auf jeden Fall noch kurz, komm. Dann haben wir nochmal 4 Monde. So. Hoppla. Habe ich mich an der Decke angeschlagen. Aber das ist halb so schlimm, natürlich. So. Dann schleudere ich mich mal geschwind rüber. Gut. Perfekt. Und hier wunderschön in den Bonusraum rein. So, hier müssen wir einen Turm erklimmen mit dem Peakmatz. Genau. Beziehungsweise für den geheimen Mond müssen wir unter den Turm. So, hier ist auch ein Mond in der Kiste. Auf jeden Fall. Genau. Und dann können wir durch die Röhre wieder hoch. Und uns nochmal einen Peakmatz kapern. Und jetzt den Turm aber wirklich erklimmen. So. Oh, hoppla. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Hoppla. Bin ich knapp vorbeigesprungen. War irgendwie, keine Ahnung, im Halbschlaf oder so, wie es scheint. Aber was soll's. Wir waren ja eh noch nicht weit. Wir waren ja eh noch nicht weit. Okay. Soll hier jetzt nicht nochmal so blöd runterfallen. Genau. So, hier dann gemütlich hoch. Hier kurz warten, bis der sich richtig umgedreht hat. Dann kann ich hier gemütlicher hoch. So, hier, du stirbst bitte mal. So. Hier. Nochmal wunderschön hoch. Okay, nochmal warten, bis ich auf der anderen Seite bin. Und dann haben wir das auch schon geschafft. Zwar mit einem kleinen dummen Fail, aber geschafft ist geschafft. Und ich bin auch geschafft. Spaß, Leute. Spaß. Ich bin natürlich noch nicht geschafft. Wir sind ja erst bei 4 Minuten im Part. Aber ich nehme den Part hier nach einem Stream auf. Deshalb bin ich ein bisschen geschafft. Aber passt schon. Das passt schon so. Oh, warte, was bist du? Ich bin ganz angetan von den Kreaturen, deren Schnäbel sich zum Pieksen von Gegenständen verlängern. Ich wünschte, ich könnte so ein Wesen von nahem sehen. Okay, Leute. Der Typ hier will einen Peakmatz sehen. Machen wir das noch kurz. Und dann machen wir die andere Bonuspassage. Bevor ich das noch vergesse. Ne? Sonst nachher... Oh, mir fehlt ja ein Mond und dann weiß ich nicht, was mir für einen Mond fehlt, ne? So ungefähr. So ungefähr. Ist ja auch kein weiter Weg, einfach nur hier ein bisschen entlang. So. Genau. Und hier oben ist er dann auch schon. Schwupps.
Genau. Hoppla. Ist er noch weiter oben gewesen? Wo war er denn? Oder war er noch weiter hinten? Ich glaube fast, er war noch weiter hinten. War er hier wahrscheinlich, oder? Oder bin ich jetzt komplett blöd? Hier drüben. Genau. So. Und? Dreimal dürft ihr raten, was wir dafür bekommen. Richtig, einen Mond. Woher wusstet ihr das wohl? So. Schwupps. Okay. Und dann, wie gesagt, die zweite Bonuspassage. Die es hier ja noch gibt. Na, 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 na. Ich mag übrigens die Musik im Bowser's Land. Schön asiatisch. Ich habe es bestimmt schon mal erwähnt im Let's Play, aber ich mag das einfach. Richtig schöner asiatischer Flair. Richtig schön. Richtig schmackofatz. So, hier ist wie gesagt noch eine Bonuspassage. Die machen wir natürlich auch noch. Und ihr seht schon, das ist ein sechseckiger Turm. Was es hier gibt? Tja. Mondstücke gibt es hier. Mondstücke gibt es hier wieder mal zu sammeln. Genau. So, ist hier unten auch eins? Ja. Ich fliege einfach ein bisschen rum, dann sollten wir alles zusammenkriegen. Ist hier vielleicht sogar noch eins? Jawohl. Dann hier da drüben sehe ich auch noch mal einen. Hier drüben. Hoppla. Habe ich Schaden genommen, aber nicht stimmt. Oh, warte. Was ist da unten? Was ist hier unten? Hier ist ein Schlüssel. Ah, für den geheimen Mond. Für den geheimen Mond. Alles klar. So, und wo ist das fünfte Mondstück? Hier oben einfach nur. Okay. Ja, die Passage war einfach. Die Passage war echt einfach. Muss ich schon sagen. Ist einfach nur ein bisschen um den Turm rumfliegen und ein bisschen aufpassen. So. Suche im sechseckigen Turm. Und im Zentrum des sechseckigen Turms. Ja, stimmt, war ja recht mittig, der Schlüssel. War ja recht mittig versteckt. So, okay. Was gibt's noch für Monde? Was gibt es noch für Monde? Lasst mich mal schauen. Lasst mich mal schauen, was es noch für Monde gibt. Im Wasser, wenn ich das richtig auf der Karte deute. Im Wasser ist noch ein Mond. Oder wie darf ich das deuten? Oder wie darf ich das deuten? Hoppla. Hoppla. Nee, doch, hier unten sind Kisten. Das ist bestimmt ein Mond. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Hier in den Kisten war noch ein Mond. Die Kisten gab es ja vorher auch nicht. Sind ja auch erst neu dazugekommen, sozusagen. In einer Kiste im Graben. Ganz genau. Das hast du richtig erfasst, liebes Spiel. Das hast du richtig erfasst. Okay, hier bei der inneren Mauer ist anscheinend noch was. Aber ich weiß gerade nicht, welcher Mond. Ich weiß es gerade nicht. Lass mich mal schauen. Es dürfte doch hier unten theoretisch sein, oder nicht? Oder nicht? Ich weiß es nicht, Leute. Ich würde sagen, ich kletter erstmal den Turm hoch. Ich kletter erst nochmal den Turm hoch. So, okay. Okay. Na, 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 na. So, und jetzt, wo soll noch was sein? Wo soll noch was sein? Oder ist das hier gemeint? Haben wir das noch nicht? Ich weiß es gar nicht. Ob wir das schon haben oder nicht. Das könnte vielleicht gemeint sein mit dem Mond. Tatsächlich. Ich glaube, das ist gemeint gewesen. So.
Bowsers Land, Tic-Tac-Turnier 2. War's das? Tatsächlich, das war's. Okay. Alles klärchen, Wunderbärchen. So. Okay. Dann weiß ich noch, oben beim Schlachtfeld gab's noch 1, 2 Monde. Ich glaube 2 sogar. Ich glaube sogar 2. So, hier müssen wir zum einen wieder Hasen fangen. Habe ich ja besonders gern. Die Hasenjagd. Wisst ihr, ja? Hoppla. Ah, jetzt wechselt er natürlich die Richtung. Der Hase ist fies. Muss man schon sagen. Muss man schon sagen. Muss man ihm lassen. Der hat einige Tricks drauf. Da unten ist er. Jawohl. Ach, und der hatte gar keinen Mund. Ah, warte, hier leuchtet es noch. Ist es das? Statt dem Hasen kann auch gut sein. Kann auch gut sein, dass da gar kein Hase mehr war. Also mit Mond. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war hier noch eins gefangen im Riesenhorn. Da war auf jeden Fall noch eins gefangen im Riesenhorn. Okay, ich meine, hier war auch noch irgendwo ein Mond. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ich meine, da hinten irgendwo. Dann hat irgendeine Stelle vibriert. Ah, das sind Vögel, ja. Was bestimmt hier. Spielt das HD-Wumble natürlich wieder eine wichtige Rolle. Hier ist es relativ stark. Jawohl. Okay, perfekt. Gerumpel unter der Arena. Dann haben wir 60 von 62 Monde. Und ja, das heißt, es bleibt nur noch das Koopa Free Running übrig. Dann hatte ich recht mit meiner Theorie, dass wir heute das Bowserland komplett abschließen. So, okay. Wo ist der Koopa? Der ist hier vorne. Koopa Troopa, was geht? Alles klar bei dir. Gleich nicht mehr. So. Gleich nicht mehr. Und ihr seht schon, das ist ein echt langes Rennen. Das längste Koopa Free Running im Spiel. Auf jeden Fall. Ich denke, das erkennt man auch. Aber, ja. Das wird schon hinhauen, ne? Wenn ich mir Mühe gebe. Das wird auf jeden Fall hinhauen. So. Vor allem jetzt noch im Standard drin. Ist es ja recht easy. Ne? Ist halt auch wieder ein Koopa Free Running, wo es viel zu schütteln gibt. Wenn man schnell sein will. Muss man auch wieder viel Schüttelkraft beweisen. Hoppla, da hat mich jetzt eine Bombe getroffen. Egal, komm, dann gehe ich hier mit einem. Obwohl, ich weiß nicht, reicht da ein Weitsprung? Ja, doch, safe. Da reicht safe ein Weitsprung. Ich wollte schon sagen Wandsprung, aber nein, es war ein Weitsprung. Es war ein Weitsprung. Na, 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 na. So. Okay. Gut, dann hier noch schnell runter mit einem Weitsprung. Weitsprünge bringen hier recht viel, habe ich so das Gefühl. Habe ich so das Gefühl. Okay, 1,27. Nicht schlecht. Nicht schlecht auf jeden Fall. Bin ganz zufrieden mit der Zeit. Und dann noch das Expertenrennen. Dann geht's das nächste Mal zum Mondland, ne?
Dürfte, glaube ich, auch recht schnell gehen. Mondland war ja, glaube ich, sogar eins der kleineren Länder, ne? Von dem her. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt noch das Expertenrennen. Und dann war es das wieder vom Part. Part von Mario Odyssey vergehen immer recht schnell, muss ich schon sagen. Will man gar nicht aufhören. Will man gar nicht aufhören. Ist ja auch mein Lieblingsspiel aller Zeiten. Da fällt das Aufhören echt schwer. Ne? Ba 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 da ba da ba ba da ba 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 da ba ba. Hoppla. Habe ich mich treffen lassen? Beziehungsweise da bin ich kurz dagegen geknallt. Gut. So. Dann hier einen Weitsprung und hier einen Weitsprung. Dann passt das. So. Genau. Gut, dann hier noch schnell rüber. Okay. Gut. Weiß nicht, ob die Zeit vielleicht sogar schlechter ist in dieser Runde. Oder vielleicht sogar besser. Ich glaube sogar besser, oder? Ja, um 2 Sekunden verbessert. Mir geht es ja nicht um Zeit hier in diesem Let's Play. Mir geht es ja nur um die Monde. Aber doch. Ja, bin ganz zufrieden. Bowsers Land, Expertenrennen. So, okay. Dann schauen wir uns wie immer noch kurz die Rangliste an, um zu prüfen, auf welchem Platz wir in der Welt und in der Freundesrangliste sind. Genau. Auf der Welt auf Platz 11.000 und in der Freundesrangliste auf Platz 2. Hinter meinem Privataccount mit 1.19. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wenn euch dieser Part von Super Mario Odyssey gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen und tschüss.